Übel! Fast hättest du es geschafft. Na, was steht denn heute auf dem Programm, Neddy? Homer, wir besuchen die Großmutter der Kinder. Eine familieninterne Sache. Verstehe, keine Reporter. Nein, damit meine ich viel Märchen, nur die Familie Flanders. Oh, okay. Tatort Springfield. Der nicht zu fassende Bierbaron führte die Behörden weiterhin an der Nase herum. Prahlerisch stolzierte er mit einem auffallenden neuen Hut umher, als ob er sagen wollte, sieh mich an, Rex Banner, ich habe einen neuen Hut. Homer, du hast mir ja gar nicht erzählt, dass Mr. Burns pleite ist und sein Kernkraftwerk verloren hat. Ich kann mich doch nicht an alle Kleinigkeiten erinnern, die so tagtäglich passieren. Von dem Schokoriegel, den du gefunden hast, hast du mir dreimal erzählt. Du hast einen Schokoriegel gefunden? Oh ja, komm her, mein Sohn, ich werde dir die Geschichte nochmal erzählen. Es war... Und hier ist Ihre neue Monatsrate. Diese Zahl ist so riesig, dass sie sogar ein Komma hat. Moment, ich habe eine Null weggelassen. Als Sie mir dieses Geld gegeben haben, sagten Sie, dass ich es erst in der Zukunft zurückzahlen muss. Das ist nicht die Zukunft. Das ist das verdammte Jetzt. Oh, bleiben Sie ruhig. Dieses Land kümmert sich gut um seine Mittelschicht. Seien Sie nicht sauer auf die Banken. Unser Geschäftsführer wurde gefeuert mit einer lächerlichen Abfindung von 50 Millionen. Der arme Mann, geht es ihm gut? Naja, so gut es einem im Norden von Frankreich gehen kann. Ich suche etwas Lockeres, Wogendes. Hauptsache bequem für meinen ersten Arbeitstag. Arbeiter? Lassen Sie mich raten. Computerprogrammierer? Computerzeitschriftkolumnist? Zumindest was mit Computern. Ich benutze einen Computer. Warum sieht er so aus? Liegt wohl am dauernden Sitzen und Fressen. Keine Angst. Viele unserer Kunden finden Hosen beengend. Darum bieten wir eine reichhaltige Auswahl von Alternativen für den breiteren Herrn an. Ponchos, Mumus, Capes, Strampelhöschen, lange Hemdchen, Muslinumhänge, Akademiker und Richterroben. Ich will doch nicht wie ein Exzentriker aussehen. Ich nehme einen Mumu. Aber Lisa, was machst du denn da? Das mache ich für meinen Junior-Unternehmer-Club. Wir versuchen, mit Recycling Geld zu verdienen. Recycling ist völlig sinnlos, Lisa. Wenn die Sonne verlöscht, ist die Erde dem Untergang geweiht. Du willst wohl, dass wir unsere letzten Tage mit minderwertigen Produkten verbringen? Ich finde das eine hervorragende Idee. Mom, du kannst doch nicht Polyethylen mit Polyurethan vermischen. Matsch! Ist ja gut, tut mir leid. Und außerdem musst du es zerschneiden, sonst... Oma, jetzt beruhige dich. Wir haben eine Postkarte von Maggie erhalten. Alaska scheint dir ausnehmend gut zu gefallen. Diese dämlichen wilden Tiere, geschieht ihnen recht. Fenrich Kodos, Koordinaten setzen zum abgelegenen T-Shirt-produzierenden Planeten, genannt Erde. Es wird Zeit, dass ich sie mal besuche. Meine Tochter. Und nun zurück zu, wie Dracula seinen Biss wieder bekam. Hallo, oh toll, Barbonen. Folgen Sie mir! Woher soll ich wissen, dass das nicht ein echtes Raumschiff ist? Dad, hier rüber! Oh mein Gott, jemand muss zurück, um Maggie rauszuholen! Vergiss Maggie, die ist tot! Ich hab Maggie! Erst kommt die Familie, steht zur Abstimmung. Und danach, was Ihr Hund Ihnen über Ihre Prostata verraten kann. Doch nun, Marge Simpsons Erst kommt die Familieninitiative gewinnt an Fahrt. Woraufhin Ihre Gegner mit diesem Werbespot zurückschlagen. Als Mutter liebe ich meine Familie. Darum bin ich gegen die Erst kommt die Familie-Initiative. Erst kommt die Familie schadet den Familien. Und dafür liebe ich meine Familie zu sehr. Ich bin Marge Simpson und selbst ich bin gegen Erst kommt die Familie. Es wird Zeit, etwas Kokain von der Messerklinge zu nehmen. Dieser Werbespot stellt mich als Kriminelle hin. Warum trittst du dann darin auf? Das war ich doch gar nicht. Vielleicht war sie du und du bist es hier gar nicht. Wie viele Kinder haben wir? 3. Falsch, Lady. Oh, Moment, das Baby... Hallo, ich gehe jetzt in den Supermarkt. Marge, hör auf, dich hier zum Narren zu machen. Ach, es ist nur Barney.
Ja, Homer Simpson ist wirklich toll. Hat mich bestochen, weil ich lügen soll. In Wahrheit finde ich ihn gar nicht klasse. Er ist der Einzige, den ich wirklich hasse. Wie wunderschön. Schade, dass ich kein Italienisch verstehe. Unsere Hauptschlagzeile, die Killerdelfine. Killerdelfine? Die seit kurzem aufgetretene Mordwelle. Rette mich! Hab ich eben gesagt Killerdelfine? Ich meine natürlich Killer-Italiener. Graue, schnapsnassige, intelligente Italiener. Intelligente Italiener? Da stimmt doch was nicht. Amerika liebt seine Könige. Von George III. Bis Larry. Ach so, nur Italiener. Als der Frühling kam, baten sie amerikanische Ureinwohner um Hilfe. Lange erwarten wir schon die Ankunft des Weißen Mannes und die von Karl. Danke, willkommen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Hier hast du eine Flagge. Und apropos, bedecke deine Nacktheit und bete zu unserem Herrn. Ja, ja, später. Doch um eure Reise quer durchs Land zu unterstützen, biete ich euch die Führungsqualität meiner Tochter an, Sacagawea. In unserer Sprache bedeutet ihr Name kleine Alleswisserin, die niemals ihr vorlautes Maul hält. Ich bin glücklich, Amerikanern zu helfen. Wie machst du das, Homer? Wie bringst du die kleine Stimme zum Schweigen, die dich ermahnt, nachzudenken? Du meinst Lisa? Aber nein, ich meine deine innere Vernunft. Ach die, die kann man besänftigen mit unserem guten Freund Alkohol. Vielleicht willst du dir das aufschreiben. Wo ist denn dein Notizblock? Wir haben kaum noch Lanzen, um die Köpfe eurer Frauen aufzuspießen. Ich werde dir zeigen, ob wir keine Lanzen mehr haben. Hey, wer hätte das gedacht? Du hattest recht. Das ist sehr freundlich. Mein Leben lang habe ich nach der Frau gesucht, deren Hinrichtung mir vielleicht Glück bringen würde. Jetzt ist mir klar, dass ich mich nur selbst enthauptet habe, um mich von dir scheiden zu lassen. Ja, und mich hast du ins Verlies gesperrt. Hör sich das einer an. Wir vollenden immer noch gegenseitig unsere Sätze. Margarine? Würdest du einen alten Kopf kleiner machenden Narren zurücknehmen? Selbstverständlich, Euer Majestät. Lasst mich nur euer Kissen aufschütteln. Wir sehen uns in der Hölle, Fettsack. Ja! Die Isotopen! Juhu! Auf die Isotopen! Auf die Isotopen! Die Isotopen sind einfach super. Das muss jeder einsehen. Ja. Hey, ein Baseballspielfeld. Ab geht die Pass. Ich glaube, ich muss kotzen. Okay, Touchdown. Wir haben jetzt als Erster. Hey, yeah. Juhu, juhu. Hey, Karl, die ist er top. We are the champions. Wir haben Match im Gesicht, sind siegeserfreut. Hey, sei bloß vorsichtig. Boah, du siehst ja richtig verkatert aus, Dad. Was hast du denn gestern Abend gemacht? Gestern Abend? Homers nächtliche Erlebnisse. Ich sollte mir die Kehle anfeuchten. Die Szene fehlt. Hallo, meine große Maggie. Ah, hallo, Dr. Hibbert. Gefällt Ihnen die Party? Nein, eigentlich nicht besonders. Da hat mir doch tatsächlich irgendjemand einen Scherzeiswürfel mit einer falschen Fliege in den Drink gebracht. Das war ich. Ich hab sie geleitet. Diese Art von Scherzartikeln wird oft aus hochgiftigen Chemikalien hergestellt. Glauben Sie mir, eine echte Fliege wäre viel ungefährlicher. Sie sollten mal Ihr Gesicht sehen. Unbezahlbar. Ich will sicher gehen, dass uns keiner hört. Und vor allem möchte ich nicht, dass die Kinder merken, dass wir uns streiten. Sie streiten sich wieder im Auto. Mit dieser Musik laufen mir immer kalte Schauer über den Rücken. Homer, hast du noch in Erinnerung, wie du dich gestern auf der Party aufgeführt hast? Ich hab mich aufgeführt? Ich musste raus aus den nassen Sachen und rein in den trockenen Martini. Wirklich eine tolle erzählen. Geschichte, danke. Oh Gott, da ist ja eine Fliege in meinem Drink. Die ist von mir. Von Ihnen? Ein Juckseis-Plastikwürfel. Ein toller Einfall. Das ist eben Homer. Er ist der geistreichste Spaßmacher der Saison.
Führen Sie Spielsachen? Wir verkaufen verbotene Gegenstände aus Gegenden, die der Mensch nicht zu betreten wagt. Außerdem führen wir gefrorenen Joghurt, auf Lockhart genannt. Ich brauche ein Geburtstagsgeschenk für meinen Sohn. Ah, vielleicht wird dies dem jungen Herrn gefallen. Ich empfehle Ihnen dieses Objekt. Doch Vorsicht, es ist mit einem bösen Fluch behaftet. Wie furchtbar. Dazu gibt es ein Gratis-Frogurt. Ausgezeichnet. Das Frogurt ist aber auch mit einem Fluch belegt. Wie furchtbar. Aber Sie haben die freie Fluchtwahl. Ausgezeichnet. Alle enthalten Kaliumbenzoesäule. Ganz furchtbar. Kann ich jetzt gehen? Homer, mein lieber Freund, du hast eine nicht unerhebliche Verspannung in deinem Rückenfett. Ja, das ist der Preis des Erfolgs. Darf ich dir nachschenken? Wie hoch ist mein Alkoholspiegel? 1,5 Promille. Dann nichts wie rein. Ich finde, Marge ist eine bemerkenswerte Frau. Ja, sie ist cool. Du bist ein Glückspilz, eine Frau wie sie zu haben. Mein Glückspilz hat sie geschwängert. Und jetzt ist sie an mich gebunden. Wir sind verheiratet, bis dass der Tod uns scheidet. Aber wenn ich mal sterbe, ist sie wieder frei. Für einen Mann oder eine Maschine? Eine Maschine? Ach ja. Ja, eine Maschine. Brenn, brenn, brenn! Brenn, brenn, brenn! Eine Puppe, hä? Ja, nichts brennt wie eine Puppe. Augenblick, das bin ich! Hört auf damit! Der Feuerinspektor wäre entsetzt. Sag mir nicht, was ich empfinden soll. Soll das heißen, ihr hasst mich alle? Ganz recht, Besserwisser. Du hast uns die Jobs genommen, die wir dringend zum Arbeiten brauchen. Und nicht zu vergessen zum Hinfahren. Siehst du diesen Feuerball? Das ist die Sonne. Sie hat viele verschiedene Namen. Apollos Laterne, Tagmond, alte Brutzelfunzel. Aber das Wichtigste ist, du darfst sie auf keinen Fall anfassen. Ich weiß, was die Sonne ist. Ja, jetzt schon. Also, nachdem ich das Eis bezahlt hatte, sagte ich Dankeschön und dann habe ich mich wieder auf den Weg gemacht. Das wissen wir, Dad. Wir waren dabei. Es kommt euch vielleicht so vor, weil ich die Geschichte so lebendig erzähle. Die nächste Geschichte heißt Barts Fehler. Wir waren auf dem Heimweg.